Georg und Georg, so das Leitmotiv der Händel-Festspiele 2014, die vom 5. bis 15. Juni in Halle stattfinden werden. Und dabei sein von Oberbürgermeister Bernd Wiegand wurde am Dienstag das Programm offiziell vorgestellt. Ein besonderer Fokus soll auf den 300. Jahrestag der Krönung Georgs des Ersten zum englischen König gesetzt werden. Vor seiner Krönung war Georg Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg und hatte Georg Friedrich Händel als Kapellmeister angestellt. Bei den Händel-Festspielen im kommenden Jahr werden 47 Verkaufsveranstaltungen und ein umfangreiches Rahmenprogramm zu erleben sein. Die Veranstalter versprechen internationale Künstler und Ensembles der Spitzenklasse, Premieren, Erst- und Uraufführungen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 16. November. 2013 waren die Händel-Festspiele wegen des Hochwassers kurzfristig abgesagt worden.